So, ich möchte Sie jetzt zu unserem Gespräch begrüßen nach der Pause. Der Titel des Gesprächs lautet Die Frau hat keinen Ort, unter Anführungszeichen gesetzt, Künstlerinnen in Österreich. Die Frau hat keinen Ort, ist ein Zitat von Elfriede Jelinek. Wir werden darauf dann noch zu sprechen kommen. Wir wollen eben diskutieren, inwieweit die Künstlerin einen Ort in der österreichischen Gesellschaft hat, inwieweit Künstlerinnen hörbar, sichtbar sind, wie auch die Situation des künstlerischen Sprechens von Frauen in Österreich ist, ob sich das auch durch die Jahre hindurch verändert hat anhand dieser drei Künstlerinnen. Ich möchte meine Gesprächspartnerinnen vorstellen. Sigrid Schmidt-Bortenschlager kennen Sie bereits, wurde schon vorgestellt. Andrea Breit sitzt neben mir, hat Literatur, Film und Kulturwissenschaft studiert, an österreichischen Universitäten gelehrt, mit den Schwerpunkten Gender, Queer Studies, Filmgenres und Erzählforschung. Sie war hier am Institut für Theaterwissenschaft intensiv tätig, wissenschaftlich auch im Sinne des Forschungsmanagements. Sie war für internationale Kooperationen hier verantwortlich. Seit Oktober 2011 ist sie Vizerektorin für Kunst und Forschung an der Akademie der Bildenden Künste. Wir hätten uns auch sehr gefreut, wenn die Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek hier gewesen wäre. Sie hat auch zugesagt, wir haben uns sehr gefreut, dafür kommen. Sie musste leider letzte Woche kurzfristig absagen. Wir freuen uns nun, dass sie hier eine Vertreterin, ihre Vertreterin geschickt hat, nämlich Ines Stilling. Sie ist Sektionsleiterin im Frauenministerium und unter anderem zuständig. Ich habe mir das von der Homepage ein paar Dinge notiert, wie Sie zuständig sind für die Grundsatzangelegenheiten und Koordination der Frauenpolitik, Koordination der Angelegenheiten des Gender Mainstreaming, Gleichbehandlung, Frauenprojektförderung, Wahrnehmung der Frauenangelegenheiten im europäischen und internationalen Bereich. Das sind ein paar Bereiche, die ich wieder runtergeholt habe. Sie haben Rechtswissenschaften studiert, danach war Frau Stilling in der Privatwirtschaft tätig. Sie war in der Kammer für Arbeiter und Angestellte und seit 2007 ist sie im Frauenministerium. Zu Beginn möchte ich Frau Breit bitten um ein kurzes Statement, ein letztes Statement und dann möchten wir gleich direkt in die Diskussion einsteigen. Bitte schön. Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung, die mich sehr gefreut hat. Und in der Vorbereitung gab es eben vier Fragen im Briefing und ich habe mir zwei herausgeholt, die ich kurz in einem Einleitungsstatement behandeln werde. Von den Künstlerinnen, um die es im Symposium gehen wird, haben wir jetzt schon einigermaßen viel gehört. Jetzt habe ich mir gedacht, ich fokussiere auf andere Fragen, auf die einerseits Unterschiede in den Kunstsparten und wie Frauen da repräsentiert und sichtbar sind und andererseits, was Universitäten dafür tun können, Künstlerinnen Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich glaube, da bin ich auch irgendwie aufgerufen als frisch gebackene Vizerektorin da meine Stimme zu erheben. Wenn man die Frage beantworten möchte, ob und inwiefern Künstlerinnen in den einzelnen Kunstsparten unterschiedlich repräsentiert sind, dann muss man, kann man das meiner Meinung nach auf eine ganz einfache Formel bringen. Je mehr Geld involviert ist, desto weniger Frauen sind involviert. Also Kunstsparten, wo es um viel Geld geht, da ist es schwerer, Frauen auf allen Ebenen zu finden, als Kunstsparten, wo es um weniger Geld geht. Jetzt ist natürlich schon die Frage, was heißt das, es geht um Geld, auch wieder von Kunstsparte zu Kunstsparte unterschiedlich. Ich habe mir einfach drei Sparten so ein bisschen herausgepickt, um das auch anhand so von Zahlen, die man ja in so Kontexten auch immer gerne zitieren kann und die doch auch immer illustrativ sind, zu belegen. Die erste Kunstsparte ist der Film. Als Filmwissenschaftlerin dachte ich, ich schaue mir das einmal an. Film ist natürlich ein Medium, das speziell, wenn es um den Spielfilm geht, eher teuer ist in der Produktion. Sehr teuer, sehr viel Geld, also natürlich wenig Frauen, um bei dieser Formel zu bleiben.
Film habe ich auch deswegen gewählt, weil es da seit, also was den österreichischen Film betrifft, seit 3 Jahren eine Initiative gibt, FC Gloria, ein Zusammenschluss von Frauen in der Filmbranche, die sozusagen auf die Sichtbarkeit oder Nichtsichtbarkeit von Frauen aufmerksam machen und die bei der Diagonale voriges Jahr eine Bierdeckelaktion gemacht haben, wo sie sozusagen Statistiken veröffentlicht haben. Und da diesen Bierdeckeln war zu entnehmen, dass bei den Regiestudierenden an der Filmakademie gibt es 38% Frauen, bei den Regisseuren, Regisseurinnen gibt es dann schon nur mehr 18% und geförderte Filme, also durch Österreich geförderte Filme, da finden sich nur mehr 13% von Filmen, die von Frauen gemacht, also Regie geführt sind. Auch hier ist zu sagen, je geringer das Filmbudget, desto größer der Frauenanteil. Wenn Sie bei teuren Oscar-Filmen anschauen oder nachschauen, dann wird es da schon sehr duster. Bekanntermaßen wurde erst vor 2 Jahren ein Oscar an einen Film von einer Frau vergeben. Natürlich gibt es auch im Film typische Frauenberufe, das wäre sicher der Schnitt, wo es auch historisch sehr viele Frauen gab, auch im Schauspiel natürlich, aber auch hier ist es so, dass schlechter bezahlte Rollen und weniger gute Rollen sozusagen, das heißt weniger gute Rollen, also Rollen mit weniger Dialog sozusagen an Frauen gehen. Es war vor ungefähr einem Monat hat der FC Gloria eine Veranstaltung, wo es um Stories ging, also um Drehbücher und wo so ein Bechtel-Test zitiert wurde. Das heißt, das ist ein Test von einer Comiczeichnerin, die gesagt hat, man soll sich sozusagen Filmgeschichten, man soll sich versuchen, an Filmgeschichten zu erinnern, wo mehr als 3 Frauen oder wo 3 Frauen sozusagen als Protagonistinnen vorkommen. Das heißt, 3 Frauenfiguren, die alle Dialoge haben und die in diesen Dialogen über etwas anderes als über Männer sprechen. Und es ist gar nicht so einfach, da ganz zahlreich Filme sich auszudenken. Historisch, und diese Bemerkung möchte ich schon auch machen, ist das im Film durchaus nicht so, dass das immer so war. Das heißt, in der Zeit des frühen Films, das heißt, in der Zeit, bevor der Film als in Filmstudios organisiert wurde, das heißt, bis ungefähr bis in die frühen 1920er Jahre, hatten Frauen eine viel größere Rolle im Film zu spielen. Es gab voriges Jahr auch im Österreichischen Filmmuseum die Retrospektive zu Dorothy Arzner, eine der ganz wenigen Regisseurinnen in der Hollywood-Studio-Ära, wenn nicht die sozusagen einzige, die wirklich sozusagen auch noch groß heute bekannt ist. Und das war auch sozusagen bezeichnend, dass es bis 2011 dauern musste, dass man so eine Retrospektive in einem österreichischen Kino zu sehen kriegte. Und auch international war das die erste Retrospektive von dieser Regisseurin, die so umfassend die Werke zeigte. Zum zweiten Bereich der bildenden Kunst. Da möchte ich sozusagen sehr gerne exzessiv sozusagen aus einer Publikation zitieren, die sehr kürzlich erschienen ist, ein Heft der Zeitschrift Texte zur Kunst. Das Heft 2012 trägt den Titel Feminismus Rufezeichen mit der wunderbaren Lady Gaga auf dem Cover. Und es freut mich auch, dass Sabit Buchmann, eine der Herausgeberinnen der Zeitschrift, hier ist.
Die, es ist in einem ersten Text im Heft von Julia Voss wird ein Paradoxon der bildenden Kunst zitiert, das ich ganz interessant finde und ich glaube auch für den Bereich spezifisch. Und zwar gibt es in der zeitgenössischen bildenden Kunst kaum jemanden, der ganz offensichtlich argumentieren würde, dass Frauen als Kunstproduzentinnen schlechtere Kunst machen als männliche Kollegen, dass aber andererseits die Repräsentation von Frauen zum Beispiel in Museen, in Sammlungen immer noch extrem schlecht ist. Also dass sozusagen einerseits der Diskurs schon relativ progressiv und aufgeschlossen ist und dass das auch sehr stark stilbildend ist, dass aber andererseits die Politik da sozusagen noch nicht nachgezogen ist. Auch hier wieder ein paar Zahlen, zum Beispiel der Anteil von Künstlerinnen an den Bestandsausstellungen im Museum of Modern Art in New York sind 5 bis maximal 8%, also das ist wirklich extrem niedrig, würde ich meinen. Künstler sind ganz oft mit ganzen Werkgruppen vertreten, wohingegen Künstlerinnen nur in Einzelwerken vertreten sind. Auch Großausstellungen über Epochen wie über die Moderne kommen teilweise nur mit einem Werk von einer Künstlerin aus und da sind es dann auch immer sozusagen die Künstlerinnen, die so, also immer dieselbe berühmte Künstlerin, die man dann sieht. Das ist auch so ein Phänomen, dass es sozusagen dann immer wieder die eine Ausnahmeerscheinung gibt, die dann aber sozusagen die Regel bestätigen muss, viel mehr als dass sie sozusagen zu einer Veränderung beitragen würde. Also bei Monografien, bei monografischen Ausstellungen kann man das auch sehr gut sehen. Da gibt es kaum Ausstellungen, die Frauen gewidmet sind. Eine Ausnahme eben war zum Beispiel die große Frida Kahlo-Ausstellung, die dann sozusagen wie eine, also ganze Pilgerschaften, die dann irgendwie da auch in Wien die ganze Freiung blockiert haben, weil die Leute tagelang Schlange anstanden, in diese Ausstellung zu gehen. Aber das ist sozusagen, bleibt eine totale Ausnahmeerscheinung. Auch hier vielleicht eine feministische Intervention. Die Guerilla Girls, also das ist sicher ja auch bekannt, eine feministische Gruppe, die seit den späten 80er Jahren in Museen Aktionen starten, Plakataktionen, aber auch performative Aktionen, wo sie Gorillamasken tragen und darauf hinweisen, dass sozusagen Frauen in den Museen vor allem oder fast ausschließlich als Modelle für Akte vertreten sind, aber nicht als Künstlerinnen. Und dieser Spruch, "Do women have to be naked to get into the Met Museum", ist sozusagen legendär. Interessant auch, dass es hier in einer Neuzählung der Werken von Frauen im Metropolitan Museum, also zwischen 1989 und 2004, keine Verbesserung der Quote sozusagen gab, sondern eine Verschlechterung. Das heißt, es gab weniger Künstlerinnen in der Sammlung relational als 1989. Interessant hier auch, und da habe ich sozusagen selbst eine kleine Zählung gemacht, dass in den 19 Betrieben der Bundesmuseen 12 von Frauen geleitet werden. Allerdings nur eine der 6 Kunstuniversitäten von einer Rektorin geleitet wird. Also das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Zusammenhang. Der dritte Bereich, den ich mir ein wenig, aber vielleicht noch am kürzesten angeschaut habe, war das Theater. Und da schaut es relativ duster auch aus. Ich habe die Premieren im Burgtheater der Saison 2011-12 analysiert, sozusagen, also Erbsen gezählt, wie man auch böse sagen könnte.
Und von den 21 Premieren der Spielzeit 11-12 ist ein einziges Stück von einer Autorin, und Sie haben natürlich richtig geraten, es ist von Elfriede Jelinek. Immerhin kommen 4 Regisseurinnen vor bei diesen 23 Premieren, wobei hier vielleicht diese Spitze, möchte ich mir auch erlauben zu sagen, ist, dass Verwandtschaftsverhältnisse mit dem Direktor nicht schlecht sind, um hier inszenieren zu können. Bei den 14 Premieren im Schauspielhaus sieht es ein wenig anders aus. 3 Stücke von Autorinnen, das sind 20% im Vergleich zu den 0,5% im Burgtheater. Und immerhin 5 Arbeiten, das heißt 35% von Regisseurinnen versus den 20% im Burgtheater. Es gibt, wie Sie sicher wissen, keine Direktorin der Bundestheaterhäuser. Also das ist vielleicht auch etwas, was man ändern könnte. Leider ist da ja die Frauenministerin nicht die ganz richtige Ansprechpartnerin, aber vielleicht kann man da ja sozusagen rüberrufen. Der zweite... Bitte? Rufen kann man immer. Rufen kann man immer, ja, genau. Kurz noch zur Rolle der Ausbildungsstätten bei der Sichtbarmachung von Künstlerinnen. Da ist, glaube ich, ganz generell zu sagen, dass es natürlich, und da gibt es wirklich unzählige Studien und Erfahrungen, dass Role Models das Um und Auf sind und dass das Schaffen von Role Models, glaube ich, die wirklich vorrangigste Aufgabe ist von Ausbildungsstätten. Das heißt, bei Berufungen von Professorinnen und von Professoren beziehungsweise bei der Vergabe von jedweden Positionen wirklich eine systematische Bevorzugung von Frauen bei gleicher Qualifikation durchzusetzen. Da hilft sozusagen, wenn man gewillt ist, das zu tun, der Gleichbehandlungssatz des Bundesgleichbehandlungsgesetzes. Allerdings muss man auch sagen, dass in den Jahren seit Bestehen des Bundesgleichbehandlungsgesetzes gerade auf den Universitäten der Anteil der Professorinnen nicht in dem Maße gestiegen ist, in dem man sich das gewünscht hat. Wenn man sich das anschaut, wie das andererseits bei der Einführung der Quote für die Gremialorgane war, eine verpflichtende Quote von 40% Frauen in allen Universitätsgremien, das hat natürlich sozusagen sofort Wirkung gezeitigt, logischerweise, weil es eine Verpflichtung ist. Das heißt, jetzt hat man auch zum Beispiel in den Rektoraten 40% Frauenanteil, was ja auch eine schöne Sache ist. Eine systematische Förderung von Studentinnen ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges. Und hier sozusagen gibt es auch eine Fülle von weichen Maßnahmen, die man da, glaube ich, treffen sollte, also spezielle Stipendienpreise und so weiter für Studentinnen, Förderpreise speziell für Studentinnen, für Künstlerinnen. Natürlich auch eine wichtige Sache, die Kunstunis, Sie wissen das, haben ja die Möglichkeit oder verfolgen die Praxis, ihre Studierende auszuwählen, und in diesem Auswahlverfahren ist natürlich auch ganz wichtig, keine diskriminierenden Praktiken zu verfolgen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was nicht immer ganz leicht ist. Ich kann vollen Stolzes und auch sozusagen ohne Eitelkeit, weil es ohne mein Zutun sozusagen war vor meiner Zeit, da ist die Akademie der Bildenden Künste Wien absolut vorbildlich, was die Anzahl der Bewerberinnen und der Aufgenommenen betrifft, aber auch was die Anzahl der Professorinnen betrifft, über 50%, das ist, glaube ich, wirklich skandalös beispielgebend in Österreich, und 73% Frauen in den Führungsetagen der Universität, also das ist schon ein ziemlich guter Arbeitsplatz.
Was, glaube ich, auch wichtig ist, und ich bin eine absolute Verfechterin der Quote, aber es ist ganz klar, dass es nicht immer und überall eine Quote geben kann. Das heißt, diese systematische Bedachtnahme der Geschlechterverhältnisse ist etwas, wo es auch sozusagen eine bestimmte Kultur der Institution braucht, dass das zum Selbstverständnis wird. Und ich glaube, das ist etwas, was nur über sozusagen eine längere Zeit hinweg und auch sozusagen mit einer bestimmten Systematik erreicht werden kann. Das heißt, dass man wirklich bei jeder Kommission, auch wenn es eine informelle Kommission ist, bei jeder Zusammenstellung von Leuten immer darauf bedacht nimmt, dass sozusagen mindestens 50% Frauen beteiligt sind. Und auch wenn es alle schon nervt, sozusagen immer wieder, also das ist wirklich, ich glaube, das ist einfach der einzige Weg. Gender Budgeting ist auch ein Thema, das dazu hilft, also Frauen sichtbar zu machen. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Beispiel von einem Aspekt, auf den man vielleicht nicht so kommen würde. Also wenn ich sage, Geschlechterverhältnis immer im Auge behalten, dann betrifft das auch so auf den ersten Blick irgendwie unschuldig anmutende Dinge wie Dienstreisen. Das ist auch ganz interessant bei Dienstreisen zum Beispiel, das Geschlechterverhältnis zu erheben, weil natürlich Dienstreisen logischerweise auch zur internationalen Sichtbarkeit von Künstlerinnen in den Kunstuniversitäten beitragen. Und da kann ich nur berichten, sozusagen an der Akademie machen zwar mehr Frauen als Männer Dienstreisen, allerdings geben die Männer insgesamt mehr Geld dafür aus. Hier möchte ich schließen. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung, die mit sehr konkreten Zahlen auch operiert hat und uns ein sehr anschauliches Bild gegeben hat. Ich möchte gleich Frau Stillings fragen, was Sie dazu sagen. Sie werden diese Dinge wahrscheinlich kennen und vor allem auch, was von Seiten der Politik auch da getan werden muss oder getan werden sollte oder was getan wird auch konkret. Ich kann mich den Ausführungen vollinhaltlich eigentlich nur anschließen. Ich bin auch der Meinung, dass es ohne Quotenregelungen mit Sanktionen nicht geht. Dass Quoten was bringen, sehen wir bei den Universitäten. Immerhin seit wir dort Quoten verstärkt auch einfordern und auch eine Ministerin haben, die hier sehr, sagen wir, nachhaltig ist. Auf der anderen Seite des Minoritenplatzes, also genau dort, wo wir hinüberschreien können, dort ist es schon so, das hat gezeigt, dass wir jetzt neuerdings, also das ist noch nicht lange her, immerhin in allen Universitäten ist noch keine horrende Anzahl, aber immerhin 4 Frauen als Rektorinnen haben. Das ist schon, also das ist nicht nichts, weil wir hatten bis vor ganz, ganz kurzer Zeit nämlich gar keine. Also insofern sind 4 für uns erforscht schon ein Quantensprung. Ja? Dass wir dann natürlich noch Potenzial nach oben haben, versteht sich, glaube ich, von allein. Ja? Vor allem sind wir eh auch da. Ich glaube auch, dass es da eine Aufgabe ist, darauf zu schauen seitens der Politik insgesamt, wie sind Frauen insgesamt vertreten, bei Podien, bei Podiumsdiskussionen, bei Veranstaltungen, wenn in den Ministerien Veranstaltungen sind, werden da auch beispielsweise Künstlerinnen gezeigt oder sieht man da nur Künstler. Ein Beispiel, sozusagen, wo wir relativ unmittelbar eingreifen können, ist die Artothek des Bundes. Das sind immerhin 35.000 Werke, die der Staat im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte angekauft hat. Da ist die Zahl, also ich habe jetzt die Zahl nicht ganz genau, aber natürlich der überwiegende Anteil noch männlicher Kunst, ja, die berühmten alten Schinken, ja, also mit denen rede ich einmal jetzt, und dann sozusagen wird ja laufend dazugekauft. Und immerhin sind es an 444 unterschiedlichen Standorten diese Kunstwerke im öffentlichen Raum auch ausgestellt. In Museen, in anderen öffentlichen Dienststellen, in sozusagen für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglichen Stellen. Und das ist natürlich auch eine Plattform, die derzeit genutzt wird, um da auch den Anteil der Frauen zu heben. Und hier derzeit wird ziemlich halb-halb Kunstwerke von Frauen und Männern gekauft, ja, sodass auch da Frauen eine stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit haben. Frauen und ihre Kunstwerke, zumindest sozusagen die jetzt in den Bereich der Artothek fallen, auch sichtbarer zu machen. Im Bereich der Theater schaut es leider wirklich sehr traurig aus, vor allem
zweitens die letzte Intendantin auch noch abhanden gekommen ist, was jetzt sozusagen den Bundestheaterbereich betrifft, ist halt wirklich wieder alles schwer ein männlicher Handbuch, weil man ganz grundsätzlich anmerken muss, nur wenn eine Frau irgendwo an der Spitze steht, hilft es den Frauen darunter oder den Frauen sozusagen in der Präsenz, in der Wahrnehmung noch nicht wirklich. Es muss eine, sollte tunlichst noch eine feministisch eingestellte Frau sein, die auch andere Frauen zeigt und sozusagen auch das aufnimmt, die Diskriminierung, die Frauen erfahren, das auch bewusst hat und da dagegen steuert. Ja, es nutzt uns nichts, wenn wir dort eine Frau sitzen haben, aber die agiert, wie die männlichen Kollegen auch agieren, das bringt uns nicht weiter. Ja. Also von daher, Quoten ja unbedingt, es braucht Quoten, sonst geht gar nichts weiter, aber wir brauchen auch eine sehr kritische Masse an feministischen Frauen in Entscheidungspositionen. Was wir sonst noch machen können, wo ich schon glaube, dass seitens der Politik viel getan wird, aber immer noch viel zu tun ist, beginnt bereits im schulischen Bereich. Ja, wenn man hier überlegt, was lernt man zum Beispiel im Deutschunterricht, ja, welche Künstlerinnen und Künstler lernt man kennen. Es sind, also zumindest wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, waren das praktisch nur Männer. Die Christine Nöstlinger war, glaube ich, die einzige Frau, die irgendwie Erwähnung gefunden hat. Und sozusagen da muss man dranbleiben, dass das nicht bleibt. Ja, weil sozusagen da kann man bei jungen Menschen schon viel Verständnis ändern. Hier kann man Frauen präsent machen und hier kann man auch die Rolle der Frauen zeigen und auch dafür sorgen, dass sie nicht wieder in Vergessenheit geraten. Und das sozusagen die Schicksale, die vorher angeführt wurden, dass es zwar Frauen auch in der zeitgenössischen Kunst gibt, die kennt man jetzt gerade, aber in 20 Jahren dann nimmer mehr, das darf nicht passieren. Und da muss man schon in der schulischen Bildung anfangen, sowohl im Musikunterricht bis halt hin ja, zum Deutschunterricht. Ja. Und wie ist da die Quote und wie schaut es da aus? Da gibt es sicher noch einiges zu tun, da bin ich überzeugt. Ja. Wir diskutieren das gerade aktuell mit dem Unterrichtsministerium, was die neue Matura angeht. Wie sollte da der Literaturkanon dazu ausschauen? Wie viele Frauen sind da dabei? Sehr spannende Debatten in diesem Zusammenhang. Ja. Aber sozusagen, da geht es auch darum, und da auch mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, um hier ein Bewusstsein auch zu schaffen, dass es weibliche Künstlerinnen gibt, weibliche Literatinnen gibt, weibliche Musikerinnen gibt. Andere Themen, wo man auch unbedingt hinschauen muss und wo es sehr lange gedauert hat, auch Sensibilität zu erreichen, sind beispielsweise Orchester, größeren, also ich rede jetzt zum Beispiel von der Philharmoniker, wo, wenn man das, glaube ich, meistgesehene Konzert überhaupt, nämlich das Neujahrskonzert betrachtet, sieht man, also ich habe heuer keine Frau gesehen dort, außer im Publikum natürlich, aber dort, wo sozusagen die Musiker sitzen, waren es nur Männer, Dirigent männlich, die Künstler, deren Stücke aufgeführt werden, Männer. Ja? Also hier, denke ich mir, gibt es schon noch Bereiche, wo man durchaus hinschauen muss. Jetzt weiß ich, da geht es halt um eher arriviertere, alte Stücke, die da meistens vorgeführt werden. Aber ich glaube, wenn man mit ein bisschen Mühe, könnte man da auch zumindest ab und an mal ein Stück einer Komponistin einbringen. Von den Frauen im Orchester rede ich noch gar nicht. Also da gibt es viele Bereiche, wo man noch ansetzen muss, wo es bis vor kurzem einen wirklich harten Widerstand gegeben hat, dass Frauen überhaupt zu den Philharmonikern dürfen. Ja, also es gibt da noch so ein paar Horte, wo man immer noch der Meinung ist, das soll bitte nur die Männer machen. Also Sängerknaben ist ein anderes Thema, da dürfen sie jetzt mittlerweile aber nicht auf die internationalen Tourneen gehen. Auch hier sieht man wieder sozusagen, wie ist das, wo sind die Frauen, wo sind die Männer. Da muss man einfach drauf schauen. Und das Gender Budgeting halte ich in dem Zusammenhang für ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Die Kunstsektion im Unterrichtsministerium war Gott sei Dank die Sektion, die sich gleich bereit erklärt hat, am Anfang 2009, wie es in die Verfassung gekommen ist, hier auch ein Pilotprojekt mit uns gemeinsam zu machen. Wir haben uns das angeschaut, dort ist es wirklich so, dass mittlerweile die Stipendien und die Förderungen zum knapp über der Hälfte an Frauen gehen, auch was die Summen angeht, nicht nur sozusagen die Köpfe, sondern auch die Summen. Aber sozusagen man muss hinschauen und das ist halt sozusagen ein aufgeschlossener Bereich. Aber ich glaube, dass es nicht nur um diesen Bereich geht, man muss auch schauen, eben beispielsweise an die Museen, an die Theater, kann man hier Fördermittel, die von öffentlicher Hand vergeben werden. Klar, die werden an eine Institution und nicht an eine Person vergeben, jetzt wie durch das Gender, nicht? Aber man kann da natürlich Zielvorgaben dran knüpfen und sagen, diese staatlichen Fördermittel gibt es unter den Auflagen. Ja, und dann, glaube ich, könnte man beispielsweise sagen, mindestens, weiß ich nicht, 20% aller Stücke müssen, die eine Premiere haben müssen, von Frauen kommen. Oder was weiß ich, also ich glaube, da würde uns, glaube ich, allen gemeinsam sehr viel einfallen.
Und da gibt es immer noch sehr viel Kreativitätsspielraum, wo ich mir denke, dass das mit 2013 und Gender Budgeting verpflichtend wird, sicher auch eine Maßnahme ist, auf der man verstärkt bleiben muss und wo man verstärkt auch nachfragen muss, was passiert da, warum geht da nichts weiter, weil da geht es ums Geld und ja, wo das Geld ist, sitzen die Männer, die hören das natürlich selten gerne, dass wir ihnen da irgendwie das Wasser quasi abgraben wollen. Das Ganze ist natürlich immer ein Verteilungskampf, das muss uns allen bewusst sein. Dort, wo wir mehr Frauen haben wollen, wo wir Frauen präsenter haben wollen, ist es so, dass das meistens heißt, dass irgendein Mann in den Hintergrund treten darf, kann, muss. Ja? Und das haben halt so manche männlichen Netzwerke nicht so wahnsinnig gern. Ja. Frau Schmidt-Bortenschlager, ich möchte Sie auch fragen, wie sehen Sie das? Es wurde von Quotenregelung jetzt gesprochen, auch bewusste Steuerung von Seiten der Politik. Finden Sie das sinnvoll? Jetzt auch, ich möchte auch noch ein bisschen auch in Bezug auf die drei Künstlerinnen das betrachten. Da hat es ja überhaupt keine Quotenregelung in irgendeiner Form gegeben. Sie haben sich durchgesetzt und auch gesagt, Sie sind etabliert am Anfang Ihres Vortrags. Wie hat es da funktioniert? Ist das eine Ausnahme gewesen bei diesen dreien? Warum? Warum auch? Ja. Also zum ersten Punkt, ich bin seit Jahrzehnten Anhängerin der Quotenregelung und habe immer gesagt, wir können sehr lange mit der Quotenregelung unfähige Frauen in wichtige Stellen hieven, bis wir die Zahl von unfähigen Männern, die dort jetzt schon sitzen, erreicht haben. Also das hat sicher noch eine Zukunft. Und was jetzt die Künstlerinnen betrifft, zum einen handelt es sicher bei Wally Expert und bei Neuwirth um die berühmten Vorzeige-Ausnahmefrauen. Ich habe mir kurz angeschaut, um auch noch ein paar Zahlen zu machen, wenn wir schon dabei sind, also bei den österreichischen Staatspreise, die ja auch erwähnt worden sind, da gibt es also für Musik wurden bisher 25 verliehen, davon ging einer an eine Frau, nämlich an Olga Neuwirth. In der bildenden Kunst sind es 29, davon sind 2 an Frauen gegangen. In der Architektur sind es 14 und 0. In der Literatur schaut es ein bisschen besser aus. Von 35 sind 7 Frauen immerhin. Man darf dabei allerdings auch nicht dem Irrtum erliegen, dass es immer besser wird, denn der letzte Literaturpreis an eine Frau war 95 an Ilse Eichinger Seite, also es sind also immer nur wieder Männer gewesen. Also jetzt, ich habe den großen österreichischen Preis als Beispiel für politische und öffentliche Präsenz genommen. Insofern ist das also eine Bestätigung für das, was Sie gesagt haben. Also dort, wo es um Geld geht, sind Frauen sehr viel weniger vertreten als dort, wo man entweder kein Geld braucht, um ein Buch zu schreiben, braucht man also relativ wenig Geld. Also das kann man auch als Hobby machen und dann einmal vielleicht einen Verlag finden. Wenn ich eine Komponistin bin, brauche ich ein Orchester, damit das Stück irgendwann mal aufgeführt wird. Und ein Orchester kostet sehr viel Geld. Und also da gibt es auch die Untersuchungen inzwischen, dass der Frauenanteil also bei den Orchestern in einer exakten Relation steht zum Bekanntheitsgrad des Orchesters bzw. zu dem Geld, das dieses Orchester verdient über Tourneen und Schallplattenverträge. Also in kleineren Orchestern in Deutschland, Essen, Dortmund oder sowas, ist der Frauenanteil durchaus bei 30-40%, während wenn man, sei es zu den Wiener Philharmonikern oder zu den Berliner Philharmonikern hinaufgeht, dann verschwinden sie fast völlig. Denken wir daran, dass es das war also erst 1987, dass der große Streit Karajan Berliner Philharmoniker war, um überhaupt eine Frau mal hineinzubringen. Das ist noch nicht so lange her. Was jetzt
Also ich glaube, also man muss da wirklich zwischen den einzelnen Kunstarten sehr genau unterscheiden. Es ist eben kein Zufall, dass es in der Literatur am günstigsten ist, da aber auch wieder bei den Theaterautorinnen weniger günstig als bei den, Prosa-Schriftstellerinnen. Wobei sich mir die Frage immer stellt, wenn wir von den Möglichkeiten der politischen Einflussnahme sprechen, dann ist die natürlich gerade in Österreich, wo diese Institutionen alle zumindest von staatlicher Finanzierung abhängig sind, ist es dort, wo es Institutionen gibt, ist die Chance größer, Einfluss zu nehmen als im Verlagswesen. Da gibt es zwar auch Förderungen, aber hier ist die Szene sehr viel breiter gestreut und sehr viel passiert in Deutschland, also Schriftstellerinnen, die in Deutschland publizieren, wo also Österreich, die österreichische Regierung wahrscheinlich relativ wenig Einflussmöglichkeiten hat. Sie haben das ja schon angesprochen, man kann also von Theatern unter Umständen eine gewisse Quote verlangen. Das geht bei Verlagen schwieriger, vor allem weil es in Österreich eben kaum belletristische Verlage gibt, wo es sich lohnt, einen Einfluss auszuüben. Wenn wir also von der Präsenz von Schriftstellerinnen sprechen, da geht also noch immer sehr viel über die deutsche Schiene und da ist es schwierig. Was ich noch erwähnen wollte, also ja, Role Model und das stimmt natürlich alles und auch Schulen in ihrer Wichtigkeit. Was mir etwas gefehlt hat, sind die Medien, also Fernsehen, Rundfunk sind also noch überhaupt nicht erwähnt worden, sowohl als Vermittler von Kunst als auch als Produzenten. Also das ist, glaube ich, auch noch ein Bereich, wo Einflussnahme unter Umständen möglich wäre. Jetzt gibt es auch, wenn Sie gerade Medien ansprechen, es gibt Zeitungen oder Zeitschriften eher, es gibt Räume, die jetzt spezifisch für Frauen auch geschaffen wurden und wo dann nur Frauen vielleicht publizieren oder Frauenthemen auch abgehandelt werden. Ist so etwas sinnvoll, auch so als, dass man etwas auch bewusst kreiert für Frauen, oder bedeutet das nicht zugleich auch wieder eine Abgrenzung, eine Ausgrenzung, oder ist das einfach eine Form, die da auch etwas bewirken kann? Also ich glaube, bei diesen Maßnahmen, da ist es immer ganz schwierig, oder ich bin da nie eine Freundin von einem Entweder-Oder, sondern irgendwie immer beides. Ja. Also sozusagen, einerseits soll man definitiv Symposien haben, wo es um drei Künstlerinnen geht und nicht um zwei Künstlerinnen und einen Künstler zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, und da bin ich auch sehr glücklich, dass die Frau Schmidt-Bortenschlager hier ist, eine systematische Kanonkritik zu betreiben und einfach auch eine Kanon-Neuschreibung vorzunehmen, aber auch sozusagen methodisch sich damit auseinanderzusetzen, was es heißt, diesen Kanon sozusagen zu generieren, und Sie sind da ja wirklich eine Doyenne sozusagen, und das wirklich auch in allen Kunstsparten zu machen, weil also ich habe auch im Vorfeld jetzt von diesem Podium mit einem Freund da irgendwie kurz drüber gesprochen, und dann kommt natürlich sozusagen als allererstes, und gerade auch bei sowas wie Komponistinnen oder auch bei der bildenden Kunst, naja, aber früher hat es ja keine Künstlerinnen gegeben, ja, und also sozusagen dieses, man kann da ja kaum mehr drauf antworten, ja, so skurril scheint dieser Einwand nach diesen Jahrzehnten Kanonkritik und Auseinandersetzung damit, was es heißt, sozusagen in diese Annalen aufgenommen zu werden und was für Ausschlussmechanismen da passieren und so weiter und so fort. Aber dennoch ist es wirklich interessant, also zum Beispiel Gemäldegalerie an der Akademie der Bildenden Künste, es gibt 1760 Werke, 7 davon sind von Künstlerinnen. Zumindest eins davon ist ausgestellt, also in der Gemäldegalerie sind dann nur 200 ausgestellt von den 1700 Werken. Also
ich glaube, es wäre schon gut, auch in diesem Sinne, dass man sagt, okay, es gibt halt nur 7, aber diese 7 soll man vielleicht doch ausstellen ständig, damit da auch sozusagen eine Revision hier auch passiert. Also ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Ich würde auch ganz gern noch reagieren auf etwas, was Sie gesagt haben, und obwohl ich das auch finde, dass es sozusagen die Frau an der Spitze, dass das nicht einfach hilft, ja, wenn die irgendwie nicht auch feministisch oder frauenfördernd oder sozusagen nicht männerfördernd agiert. Klar, stimmt, ja. Andererseits muss ich auch sagen, dass sozusagen in diesen Netzwerken ein Durchbrechen eines bestimmten absolut hegemonialen Habitus, der einfach auch geprägt ist von sozusagen Männern, die da in diesen Machtpositionen sehr lange sind, durch Frauen, die dort auch sozusagen mitspielen, dass das auch was verändern hilft. Ja? Also, und sei es nur sozusagen, dass man da sozusagen nicht eine Rektorin unter 20, sondern da gibt es zumindest auch sozusagen dann drei andere. Und ich glaube, dass Politik schon auch in so Bildern funktioniert, ja? Und sozusagen diese Frauen als Ausnahmebild auch eine ganz bestimmte Grammatik haben. Ja? Also sozusagen immer nur die eine, das ist manchmal fast schlimmer als keine. Ja? Weil das ist, also ja, das wollte ich da dazu sagen. An Sie vielleicht die Frage, inwieweit so Künstlerinnen wie Jelinek, Export Neuwert auch helfen, quasi auch der Politik helfen, da auch einen Schritt weiter zu gehen. Inwieweit haben die drei oder vielleicht Export Jelinek noch stärker als Neuwert da auch etwas geöffnet, auch etwas geöffnet für Frauenanliegen? Braucht man solche Künstlerinnen auch für die Durchsetzung jetzt von Frauenanliegen? Kann man das so sehen oder ist das vielleicht dann auch ein... Also ich glaube, dass man sie ganz unbedingt braucht. Ja. Ja. Zum einen, weil sie einen so großen Bekanntheitsgrad erreicht haben, dass sie, glaube ich, breitenwirksam gekannt werden. Also, behaupte ich jetzt einmal. Ich habe da keine Fragen, aber ich glaube schon, dass man gerade Vali Export und Elfriede Jelinek insbesondere wirklich breitenwirksam kennt, sei es jetzt durch den Literaturnobelpreis oder durch andere Preise, die sie bekommen haben. Dadurch sind sie einfach bekannt, dass auch Frauen diese Preise erreichen können, dass es Frauen gibt. Ja, das ist einmal wichtig. Und sie haben natürlich dadurch, dass sie auch eine sehr exponierte Stellung haben und sehr anerkannt sind, haben sie auch die Möglichkeit, Dinge zu formulieren, die Politik zu fordern, ja, Dinge aufzuzeigen und Botschaften abzusondern, die man jetzt sozusagen aus dem unmittelbaren Kreis der Politik so nicht machen kann. Ja. Man kann nicht so provozieren heutzutage mehr, also man konnte es früher, ja, da war es auch notwendig, weil sonst wäre gar nichts passiert. Ja. In Zeiten wie diesen muss man aber eher so pragmatisch, konsensual sein, um überhaupt irgendwas zu verändern. Und dann braucht es kritische, aufmüpfige, ja, fordernde Zurufe von außen, ja, und die müssen Gehör finden. Und dadurch, also ich erinnere mich zum Beispiel an den Frauentag vor einem Jahr, 100er Frauentag in Österreich, wo es gerade von der autonomen Frauen, Plattform 20.000 Frauen, sehr gute auch künstlerische Aktionen gegeben hat. Ja, also diese Strickkunstwerke beispielsweise. Ja, die haben Aufsehen erregt. Ja. Dazu braucht man aber immer ein relativ großes Publikum, dass man da sozusagen auch die Botschaft bringt. Ja. Wenn sehr exponierte, bekannte Künstlerinnen etwas fordern, ja, oder pointiert bringen, dann hilft oft eine Stimme schon, um etwas zu verändern. Und darum glaube ich, sind gerade Künstlerinnen wie die drei sehr, sehr wichtig, ja, um gesellschaftlich was zu verändern, ja, um Dinge aufzubrechen, ja, und auch um die Politik darauf hinzuweisen, wo man hinschauen muss. Ja. Weil ich glaube, wenn es diese Frauen nicht gäbe, wenn man sie nicht kennt, ja, dann nimmt man das so irgendwann hin, so, naja, da gibt es halt keine. Ja, so. Und ich glaube, das ist zum Beispiel in den Medien, ist halt immer die Frage, sozusagen, sollte man ein breitenwirksames Medium machen? Ja? Hier schauen, dass Frauen gut unterkommen, sehr präsent sind. Also sehr viele Chefredakteurinnen beispielsweise haben wir nicht mehr, zum Beispiel.
Und das ist kein Massenblatt, ja, was die gibt. Aber nichtsdestotrotz sehr wichtig. Oder soll man, wie gesagt, so eigene Dinge machen? Ich glaube, es braucht beides. Ja, es braucht Räume für Frauen, wo sie Platz finden, wo sie unterkommen und wo sie von einer sehr interessierten Zielgruppe auch wahrgenommen werden, ja, wo man spezifisch hinschaut, wenn man etwas sucht oder wenn man dort hinschauen will. Aber es braucht auch die, die sozusagen in den breiten Medien vorkommen. Ja, es braucht sie im öffentlichen Fernsehen, ja, dass sie dort nicht nur die Moderatorin stellen dürfen, sondern vielleicht auch inhaltlich bei irgendwelchen Diskussionen oder in Kunstsendungen oder anderen Dingen vorkommen. Ja. Dass nicht nur sie dann die sind, die halt irgendwie nett kommentieren das Neujahrskonzert, sondern, also jetzt nur bei dem Beispiel zu bleiben, ja, da darf dann, glaube ich, immer eine Frau meines Wissens jetzt in letzter Zeit Kommentare abgeben, aber man sieht sie nicht. Ja. Und ich finde es wichtig, dass man wenigstens die Stimme der Frau hört, ja, immerhin, aber man sieht noch keine Frau. Und ich glaube, da muss man schon noch, es muss selbstverständlicher sein, dass eben ein Podium nicht nur besetzt, also in unserem Fall ist es jetzt natürlich auch wenig gegendert, gebe ich zu, ja, aber sind da jetzt vielleicht auch nicht gerade typisch, aber dass es eben nicht so ist, dass vier Männer ein Podium und die Frau moderiert und das ist dann total super, weil es war eher Frau am Podium, sondern dass es da wirklich selbstverständlich ist, dass zu allen Themen, ja, egal worum es geht, ja, dass wir eben auch Regisseurinnen haben, die zu Themen was sagen können, dass wir genauso bildende Künstlerinnen haben, die man zu Diskussionen mal einladen kann, die auch was zu sagen haben, ja, und dass es die alle gibt und dass man die sieht, und ich glaube, das muss viel selbstverständlicher noch immer werden. Und das, also wenn man so die Diskussionssendungen im öffentlichen Fernsehen anschaut, also ich weiß, wie sehr die manche Redakteurinnen dort kämpfen, Frauen zu bekommen, weil sehr viele Frauen auch immer wieder absagen, ja, das hat verschiedene Gründe, das sind Rahmenbedingungen, die auch, also die, vor denen viele Frauen stehen, die schwierig sind und die gerade Künstlerinnen noch viel mehr treffen. Ja? Also, sei es jetzt, wie kann ich das mit Privatleben und Beruf und überhaupt, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und das kommt natürlich bei irgendwie Diskussionen, die um 22 Uhr oder 23 Uhr im Fernsehen stattfinden, wo man dann auch sich fragen kann, gut, wie viel schauen da noch zu? Aber sozusagen, da geht es schon darum, wie kann das eine Frau, die vielleicht Alleinerzieherin ist, ja, als Künstlerin, wie kann die sowas machen? Ja? Bei einem Mann stellt sich die Frage, der geht einfach. Und bei Frauen kommen noch viel mehr Dinge. Also die Erfahrungen kenne ich, weil ich habe ganz oft auch mit den Redakteurinnen und Redakteuren im ORF insbesondere gesprochen. Und siehst du, wir haben Datenbanken voller guter Frauen, ja, das gibt es ja nicht. Und die sagen, wir haben 10 angerufen und 10 haben abgesagt. Und dann haben wir halt einen anderen angerufen und der hat zugesagt. Ja. Ich sage dann immer drauf, na, dann hätte es noch eine 11. angerufen. Aber ich weiß schon sozusagen, das ist wirklich zermürbend. Und ja, ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen können, aber das ist für viele Frauen, glaube ich, wirklich oft schwierig, es sich auch zuzutrauen. Wie geht es mir dort? Wie wäre ich dann dargestellt, wenn ich die Einzige bin? Wie fühle ich mich da? Ja, also das sind ganz viele Gründe, die da mitschwingen, und da muss man, glaube ich, sich auch nochmal näher damit beschäftigen, wie können wir da etwas auch verändern. Mhm. Frau Schmidt-Bortenschlag, es ist jetzt kurz gefallen, diese drei Künstlerinnen haben sich sehr exponiert in der Öffentlichkeit, das war sehr wichtig, sie waren auch provokant, nur diese Provokation, was war eigentlich die Provokation dieser Künstlerinnen? Also ich rede jetzt vor allem von Expo Danielinek, ich meine, diese Provokation hat ja auch schreckliche Dinge hervorgerufen, also ich meine, diese Nestbeschmutzer, Vorwürfe von Jelinek gibt es immer heute immer noch, wenn Sie im Posting schauen, Standard, Presse, findet man genau diese Vorwürfe, die Pornografin. Das hat, denke ich, auch dazu geführt, dass Jelinek sich immer mehr zurückgezogen hat, eigentlich gar nicht mehr präsent ist in der Öffentlichkeit. Was hat da stattgefunden? War das, weil sie als Frau sich so geäußert hat oder auch sich so exponiert hat? Oder woran liegt das? Auch an der bestimmten Art der Öffentlichkeit? Ich würde sagen, in beiden Fällen, aber bei Export und Jelinek, aber bei Jelinek noch prononzierter, ist, weil sie sich als Frau zu Themen geäußert hat, zu denen sie sich als Frau nicht äußern sollte, weil sie sich als Frau eben nicht zu Frauenthemen nur gemeldet hat, sondern zu eindeutig politischen Themen. Es ist in der Gesellschaft, glaube ich, inzwischen akzeptiert, und da muss, und das ist ein Punkt, wo man wirklich aufpassen muss, dass Frauen sich
über Kinderbetreuung auch beschweren, dass es da noch keine, nicht genügend Plätze gibt etc. Frauen über Kinder oder Frauen über Gesundheit dürfen vielleicht reden, aber zu Technik, zu Verkehr, zu Politik, wenn sie dazu sprechen, dann ist das also sehr viel, stößt es auf sehr viel mehr Widerstand. Das ist das eine, und das andere ist natürlich, Jelinek geht sehr weit zurück, sie hat also ja in den 70er Jahren schon zu publizieren angefangen und hat das zusätzliche Potenzial, Aggressionen auf sich zu haben, zu ziehen gehabt, dass sie also nicht nur schwierig oder brisante Themen aufgegriffen hat, sondern dass sie das auch in einer Form gemacht hat, die nicht der traditionellen Erzählliteratur entsprochen hat. Dass sie also eben formale Innovation mit politischer Stellungnahme verbunden hat, und das ist formale Innovation wird also geduldet, solange sie sich also als La pour La auf einer Spielwiese abspielt, dann ist das okay, da hat man es auch ganz gern, aber wenn sie sich und politisch engagierte Autoren sind auch okay, wenn sie das also wenn sie männlich sind und wenn sie das also in klassischen, traditionellen Formen bringen. Wir wollen ja von der Literatur auch etwas aus unserer Lethargie herausgerissen werden. Aber wenn man das dann also verbindet, Frau, neue Form und politisch brisanter Inhalt, dann ist das ein bisschen zu viel. Oder ist das vielleicht gerade die richtige Mischung, um wenigstens Aufmerksamkeit zu erlangen? Denn also man, immerhin hat sie ja den Nobelpreis bekommen. Den hätte sie wahrscheinlich nicht bekommen, wenn sie sich politisch nicht geäußert hat. Ich glaube, das ist also insofern vielleicht sogar ein gutes Beispiel, dass sich Frauen auch etwas trauen müssen. Dass es also schlechter ist, als graue Maus mitzuschwimmen, dass man mehr Chancen hat, wenn man also auch Aggressionen erweckt, die natürlich persönlich sehr verletzend sein können und schwierig auszuhalten sind. Aber psychoanalytisch gesehen ist es wahrscheinlich besser, so zu reagieren, als alles zu verdrängen und die anderen Schwierigkeiten daraus resultierenden Schwierigkeiten auf sich zu nehmen.